Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 95. Wir nähern uns der 100er Marke. Und ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, denn er hat heute seinen ganz besonderen Tag. Und ja, ich habe vorhin schon gesungen. Ich erspare das jetzt mal den Hörern und sag nur noch mal herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, lieber Thomas. Hallo. Ja, hallo. It's Groundhog Day. Again. Ja. Murmeltiertag Geburtstag, ja. Ja, es ist echt cool. Vor allem, du bist ja auch, wir haben ja hier so eine Sitzung, wo wir das aufzeichnen. Nein, es ist nicht Clubhouse. Und da habe ich nur gesehen, dass du erst mit einem anderen Namen hineingekommen bist. Und der kam mir doch sehr bekannt vor. Ja. Nämlich mit Ned. Ned Ryerson. Genau, Ned Ryerson. Ja. Den man ja kennt auch aus dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Der Ned, der ihm immer an jedem Tag auf der Straße entgegenkommt, glaube ich, war es, ne? Ja, ey, ich liebe den Film. Allein schon, weil er an meinem Geburtstag spielt. Ist ja ein All-Time-Classic. Und das hat nicht jeder, ein Film, der an seinem Geburtstag spielt. Immer und immer wieder. Ja, also es ist natürlich nochmal ein besonderer Film, von daher ist es doppelt cool, weil wie du gerade sagst, weil es immer und immer wieder an dem Tag spielt. Hast du denn da auch so ein Ritual? Schaust du ihn dann wirklich jedes Jahr an deinem Geburtstag oder ist das was du nicht tust? Oder guckst du ihn sowieso jeden Tag? Ja, natürlich läuft hier eine Endlosschleife. Nee, aber das ist schon so ein Geburtstagsfilm von mir. Also ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Ja, wahnsinnig cool, dieser Film. Also muss man nicht drüber reden, mit Bill Murray und so. Ich mag den wirklich sehr. Aber ich gucke den echt regelmäßig zum Geburtstag eigentlich. Das ist eine schöne Idee. Ich habe heute Abend eigentlich auch noch nicht wirklich was geplant, was ich mir anschauen könnte. Jetzt müsste ich nur mal gerade schauen, wer denn diesen Film streamt. Wer streamt? Weißt du's, oder du es? Ich hab ihn halt auf Blu-ray da. Das dachte ich mir. Ich leider nicht. Den Film habe ich noch nicht in meinem Archiv. Murmeltier, komm. Es gibt ja so eine wunderbare Seite. Ja, wer streamt es? Ja. Wer die Domain gesichert hat, echt. Sehr gut. Genial, ne? Ja. Werstreamt.es. Weißt du, welches Land sich dahinter verbirgt? Estland? Hätte ich jetzt auch gesagt, ich gucke gerade mal. Ich weiß es aber noch. Yes. Nee, ich habe es gefunden. Hätte man meinen können, ne? Aber denk mal eher an die internationale Aussprache von dem Land, nicht von der deutschen. Lettland. Nee, es ist viel einfacher eigentlich. Da wäre ich aber auch, muss ich gestehen, nicht im ersten Step drauf gekommen. Spanien? Denn wie nennt man Spanien? Ja, Espanol. Espanol, genau. Mein nächster Tipp gewesen. Also im Endeffekt ist das also eine spanische Webseite. So, okay. Sky Ticket ist es mit drin. Da ist es schon mal kostenfrei mit drin. Und Magenta TV, okay, habe ich nicht. Oder halt klar, bei Amazon kann man ihn kaufen oder leihen. Aber ja, dann könnte ich ihn mir über Sky anschauen. Denn ich habe aktuell noch Sky für ein halbes Jahr ungefähr. Von daher, ja, dann gucke ich ihn mir da an. Macht das. Sehr, sehr schöner Film. Ein Klassiker. Genau. Sehr, sehr schöne Filme ist ein gutes Stichwort. Wir hatten auch jetzt wieder mal, wir sind jetzt Anfang Februar, viele Verschiebungen. Bond hat sich mal wieder verschoben. Die müssen sogar, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die müssen Sachen nachdrehen, weil die Werbeinhalte von irgendwelchen Werbepartnern in dem Film nicht mehr up to date ist oder sind mittlerweile. Und dann möchte wahrscheinlich jetzt, ich nehme mal ein random Beispiel, das ist glaube ich Sony, ne? Wenn da jetzt zum Beispiel einer dann ein Sony-Handy oder ein Sony-Notebook hat, und das ist die alte Generation, es gibt mittlerweile eine neue, dann werden sie jetzt wahrscheinlich diese Szenen irgendwie nachdrehen, so habe ich das verstanden. Also spannend sowas. Also sowas kann auch nur durch Corona kommen, glaube ich. Zu Recht. Allein schon wegen der Gier. Allein schon wegen der Gier. Nee, alles gut. Nee. Nee, das wusste ich gar nicht. Dass ich jetzt wegen Produktplatzierung nachdrehen müsste, das gab's auch noch nie.
das, nee, das ist. Aber klingt, ist ja auch verständlich, ne? Also klar, ich kann mir das jetzt, oder wenn ich jetzt Hersteller oder auch für Apple oder Samsung oder was auch immer bin und ich hab da viel Geld investiert in den Film, dort mein Produkt zu platzieren oder auch Auto, ne? Vielleicht, ich weiß nicht, was fährt denn mein Aston Martin? Okay, ich glaube, der wird fast zeitlos sein, aber nehmen wir mal das Beispiel, der fährt dann halt ein Auto, aber es ist schon noch eine alte Generation, weil ich glaube, der Film wurde doch vor 3 Jahren gefühlt gedreht. Sollte, glaube ich, ursprünglich mal Ende 2019 oder irgendwann 2019 schon kommen. Dann wurde er nochmal verschoben, dann kam halt Corona dazwischen und jetzt sind wir schon bei Anfang 21 und Release ist jetzt ja Oktober 21, glaube ich. Und da sind wir ja mal geschmeidig sagen wir mal, bei den Dreharbeiten sind wir gut 3 Jahre hinterher. Es wäre doch witzig, wenn sie jetzt einen kompletten Film neu drehen müssten, weil die Rolex von Bond nicht mehr aktuell wäre. Auch, ja, also ich weiß leider nicht, um welche Produkte es geht. Das kann aber auch eine Uhr sein, natürlich, klar. Ja, so blöd es klingt. Außer, ja, die, na klar, wobei bei Rolex ist es vielleicht ein bisschen zeitloser, so eine Uhr. Ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt nicht so in dem Rolex-Thema drin. Echt nicht? Aber, ich könnte jetzt keine viele Modellen, ich glaube, Omega gibt's, oder ist das gar nicht Rolex? Ich habe keine Ahnung. Stimmt. Gefährliches Halbwissen. Bond ist, glaube ich, Omega sogar. Also wenn ich so die Zeitschriftenwerbung denke, Daniel Craig, glaube ich, macht immer Werbung für Omega-Uhren. Das kann sogar sein, ja. Aha. Ja, deswegen, also da halte ich mich ein bisschen zurück bei Uhren. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn er dann im Oktober kommt, dann werde ich doppelt auf diese Produktplatzierung mal achten, welche Produkte dort zu sehen sind und ob sie da wirklich dann irgendwie einen Schnitt oder Neudreh oder wie sie es realisiert haben. Ich bin sehr gespannt. Na, die Werbepartner wird's freuen, wenn du darauf achtest. ja, natürlich. Hey, ich habe bei Netflix die zweite Staffel von der Umbrella Academy beendet. Ich weiß nicht, hast du Umbrella Academy schon gesehen? Ich habe die erste Staffel gesehen und das war leichte Berieselung. Wirklich gecatcht hat es mich nie, weil ich die Charaktere immer so ein bisschen aufgesetzt und drüber irgendwie. Ich wurde da nie wirklich mit warm damit. Schau eine Comic-Verfilmung. Mag ich eigentlich spezifisch gerne, aber ich fand halt sowas wie The Boys fand ich halt einfach viel besser. Weil mich da die Charaktere ist natürlich, mehr abgeholt haben. Ja, ist auch natürlich etwas härter. Ich kann dir trotzdem mal die zweite Staffel empfehlen, weil sie setzt deutlich einen drauf. Ich weiß gar nicht, am Ende von der ersten Staffel sieht man, glaube ich, noch, dass sie in die Vergangenheit alle reisen und so zur Zeit von Kennedys Ermordung. Und die Serie nimmt ordentlich nochmal an Fahrt auf und hat richtig, richtig geile Szenen. Und vom Pacing, vom Tempo her ist das nochmal eine Nummer schneller und meiner Meinung nach dadurch auch besser und catcht einen mehr als die erste Staffel. Also von mir trotzdem nochmal eine Empfehlung. Zweite Staffel von Umbrella Academy macht sehr viel Spaß und eigentlich am Ende denkt man auch, ja, komm, gib mir die dritte. Na, logischerweise. Ja, ich weiß nicht. Also mich hat's nicht so gecatcht. Aber wenn du gerade auf Netflix bist, da kam ja neulich die 6. Staffel von Brooklyn Nine-Nine raus. Was ich ja liebe. Ich liebe diese Serie. Ja, ich finde sie auch super. Ich bin nur noch nicht so weit, muss ich gestehen. Ich bin erst recht spät damit eingestiegen. Bin gerade mal ich guck mal eben hier, Staffel 2, also noch recht weit vorne. Aber ich mag den Humor. Also ich finde von Andy Samberg den Humor super und ich freue mich drauf. Kannst du was dazu sagen, ob die die Qualität halten, besser werden oder ob es doch abflacht à la Big Bang oder wie würdest du das bewerten? Also ich glaube, man merkt, dass da ich weiß nicht, was es war. Die haben ja auch einen Sender gewechselt oder einen Anbieter. Das sollte ja abgesetzt werden, dann hat aber jemand anderer den Sendeplatz übernommen oder die Serie übernommen. Mhm. Und man merkt ein bisschen was. Ich glaube auch, man merkt auch, dass Corona dazwischen gekommen ist. Hallo?
Sprich weiter, ich musste nur die Tür aufmachen. Einer deiner Kollegen kam vorbei. Ah, grüß ihn schön von mir. Mach ich. Trepp auf, das ist unser Gruß. Ernsthaft? Trepp auf? Was soll das denn heißen, Trepp auf? Ja, Treppe hochlaufen, weißt du, verstehst du? Ja, okay, haben wir hier nicht. Keine Treppen. Nee, alles gut. Nee, wo ist stehen geblieben? Wechsel vom Channel. Das würde mich nicht wundern, dass das irgendwie, weiß ich nicht, ja, wir könnten mal nachschauen, wahrscheinlich von einem der Großen dann zu irgendeinem Kleineren gewechselt ist oder andersrum, ne? Ich finde, man hat auch gemerkt, ich glaube, es war auch Corona-bedingt, weil die Staffel war ein bisschen zeitversetzt. Weil es gibt ja immer zu Halloween, gab es immer den großen Halloween-Coup. Ich glaube, die Folge hast du auch mal gesehen. Ja. Das ist so eine wiederkehrende Folge. Ja. Ist ja nicht die erste Serie, die sowas macht. Ja, muss man ja. Also, das gibt es ja häufiger. Also. Sowas mag ich ja dann schon. Und ich glaube, in der letzten Staffel war es halt nicht an Halloween, sondern an einem anderen Feiertag, den es, glaube ich, nur in Amerika gab. Ich glaube, es war so ein jüdischer Feiertag. Ich weiß es. Hanukka. Ja, nee, ich weiß es. Irgendwie so, ich weiß es nicht mal. Oder war das nicht das Fest der Toten von Mexiko oder so? Dass es da dann halt gemacht haben, weil es da wahrscheinlich zeitlich irgendwie hat es nicht so ganz gepasst. Man merkt es, aber ich muss einfach sagen, Captain Holt ist einfach unfassbar. Ich liebe diese Figur. Ich liebe diesen trockenen Humor von Captain Holt. Ich liebe das so sehr. Wirklich. Also ich muss sagen, habe mich sehr, sehr drüber gefreut, dass endlich die Staffel, die sechste Staffel rauskam. Und ich hätte jetzt schon gern wieder die siebte Staffel. Lieb ich einfach. Nein, ist einfach Comedy Gold. Ich liebe es so sehr. Wunderbar. Ist denn eine siebte schon bestätigt? Ich glaube, ne? Ich hoffe es doch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus, weil Hintergrund ist, genau. Ich habe es hier gefunden. Also, das war bis zum Ende fünfte Staffel bei Fox. Weil Fox dann die Serie nach fünf Staffeln absetzen wollte. Und einen Tag später hat dann NBC gesagt, dass sie die Serie übernehmen. Also seit Staffel 6 und auch schon Verlängerung um eine siebte Staffel ist NBC jetzt dann der Hauptsender. Und jetzt wäre natürlich immer interessant, Fox ist ja eher freier, sag ich mal, auch mit, weiß ich nicht, typisch amerikanisch, mit irgendwelchen bösen Schimpfwörtern, etc. Ist jetzt mal die Frage, hast du die 6 schon gesehen komplett oder bist du gerade dran oder wie weit bist du da? Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das erst auf, weil da wurde viel gepiept. Es wurde gepiept? Ja, dann ist das ja schon. Ich weiß, ich wusste. Dann ist die Frage, warum man das für den deutschen Markt piept, ne? Oder ob man einfach das als Gag dann mit reinlässt, oder ich weiß nicht. Also für mich war es irgendwie ein Gag, aber vielleicht war es auch ein Diss an NBC, dass sie es mit Absicht gepiept haben, weil sie es dann nicht mehr durften. Ja, also NBC könnte ich mir vorstellen, ja, dass sie weiter so reden und alles weiter belassen wollten, wie sie es bei Fox hatten. Und nur weil in Anführungsstrichen NBC, ein deutlich cleanerer Fernsehsender, das übernommen hat, wo das dann halt nicht erlaubt wäre, diese Wörter, dass man dann halt, wie du sagst, aus Protest gebiebt hat, statt das Reden der Charaktere zu verändern. Ja, aber jetzt. Das kann sein, ne? Das ist mir wahnsinnig aufgefallen, weil es so oft passiert ist. Und ich so, warum haben sie das jetzt? Ja. Also als Gag oder so? Ich hab's nicht verstanden. Aber jetzt macht das alles Sinn. Oh, geniale Serie. Ja, guck mal, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, aber. Ich glaube, ich habe das mit dem Beepen sogar auch, irgendwer bei Twitter hat das mal geschrieben oder hatte sich da in Anführungsstrichen auch drüber beschwert, ja. Aber gut, das ist dann halt so. Ja, genau. Und das gibt's in Deutschland bei Netflix, ne? Ja. Sechste Staffel, glaube ich, kam irgendwann Mitte Januar, kam das da an und hat's geliebt. Gut, du bist dran. Schlagabtausch.
Genau, ich bleib noch mal kurz bei Netflix, weil auch da, ich springe immer momentan halt zwischen den Serien. Also jetzt haben wir, habe ich jetzt erstmal Umbrella Academy durch. Jetzt fokussiere ich mich auf die restlichen Folgen, die ich noch habe von Season 3 von Cobra Kai. Da erstmal die Frage, bevor ich irgendwas dazu sage, guckst du es auch? Hast du es geguckt oder gar nicht geguckt? Ich bin immer noch in der ersten Staffel, muss ich wirklich zugeben. Also ich habe. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Also, vielleicht auch für dich so ein bisschen zur Info. Die Serie, man merkt jetzt, ich finde auch in der dritten Staffel, merkt man, dass da jetzt Netflix hintersteht. Die Folgen sind generell ein paar Minuten gefühlt überall länger geworden als vorher. Also vorher waren es, glaube ich, gefühlt eher so 20, 25 Minuten. Jetzt sind wir eher so bei 30 bis 40 Minuten pro Folge. Und ich finde, man merkt auch ein bisschen, dass der Production Value angestiegen ist. Und scheinbar irgendwie ein Sponsoring. Also ich fand, in den ersten zwei Staffeln hat Daniel LaRusso eigentlich nur Mercedes verkauft. Und jetzt plötzlich in der dritten Staffel fährt er Audi. Also fand ich irgendwie sehr merkwürdig. Aber das mal so als kleiner Randaspekt, sowas fällt halt auf, wenn man selber zum Beispiel Mercedes-Fahrer ist und man sieht dort immer die ganzen Mercedes-Autos und plötzlich von einer Staffel auf die andere switcht das um auf Audi. Ganz, ganz spannend. Sehr subtil eingebracht, dass du Mercedes fährst. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht durch mit der dritten Staffel, aber ich finde, sie bauen halt jetzt nach der ersten Staffel oder auch in der zweiten Staffel haben sie ja noch mal ein paar Charaktere mit eingebaut, die man auch aus dem Karate-Film kennt. Da gab es eine besondere Folge zu einem aus Johnnys Team, der jetzt auch in Realität an Krebs verstorben ist. Und auch in der Serie haben sie noch eine Folge eingebaut, wo sie ihm so ein letztes Salut geben, wo sie mit ihm noch mal auf Männertour quasi gehen. Und der muss dann wohl wirklich auch, also auch in der Serie hatte er dann Krebs und ist in der Serie gestorben und genau das gleiche in Anführungsstrichen, beziehungsweise in der Realität ist er wohl dann auch ein paar Monate später gestorben. Das fand ich halt auch sehr schön, dass sie sowas eingebaut haben. Dann, ich bin noch nicht so weit, aber es gibt Gerüchte, dass auch Johnnys Ex-Freundin oder auch LaRussos Ex wieder auftauchen wird. Bis jetzt habe ich sie noch nicht gesehen, aber es wird am Ende der zweiten Staffel angeteasert, dass die Facebook-Anfrage von Johnny wird von ihr angenommen. Und das sieht man aber nur kurz so, weil er das Handy in den Sand wegwirft. Und dann sieht man, up, flup, Anfrage, Facebook, angenommen. Ansonsten bauen sie es ein bisschen um. Sie bauen halt jetzt wirklich das so um, dass es ein Bösewicht mehr gibt, der Cobra. Ich bin erstmal gefragt, wie sieht's bei dir mit Spoilern aus? Nicht, dass ich dir jetzt schon zu viel verrate. Nein, nein, alles gut. Ich bin. Alles gut? Ich bin, was Spoiler an. Bei so einer Serie ist mir eigentlich relativ wurscht. Muss ich wirklich sagen. Ja. Also, da kann genau. Ich, glaube ich, nichts erzählen. Du könntest mich nur noch neugieriger machen. Was ich jetzt zum Beispiel gerne würde, Ist die gleiche Schauspielerin wie damals, die Facebook-Anfrage? Das würde mich halt interessieren. Naja, nachdem sie ja jetzt bei The Boys explodiert ist, gehe ich mal davon aus, dass sie sich mit Sicherheit auch dort blicken lässt. Aber wie gesagt, soweit bin ich noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie auch die Elizabeth Shue wieder nehmen werden. Ne? Ja, das wäre mega. Genau, also das wird wohl kommen und soll wohl auch, glaube ich, für Staffel 4 so sein. Ich sehe gerade, ich habe mich jetzt gerade mal kurz selber gespoilert. Ja, sie taucht wohl schon in der dritten Staffel auf. Und auch ja, es ist Elizabeth Shue, also sie wird dort auftauchen. Man baut so ein bisschen, was ich gesehen habe, den John Kreese mehr als Gegenspieler auf. Der ja dann auch in der dritten Staffel so ein bisschen Cobra Kai übernimmt und Johnny da so ein bisschen zurück raus ist und eher mit LaRusso zusammen erstmal ihrem Bruder Robbie suchen, der ja den hast du auch schon kennengelernt, den Miguel, der Nachbar quasi von Johnny, ja, in der ersten Staffel, den er ja trainiert, den wird er am Ende der zweiten Staffel oder hat er am Ende der zweiten Staffel quasi
ins Koma getreten oder er ist dann halt runtergefallen und liegt im Koma Anfang der dritten Staffel. Ja, den suchen sie erstmal, also seinen Sohn Robbie Keane, der ja dann auch in der ersten und zweiten Staffel dann von Daniel LaRusso trainiert wird. Und ja, das ist dann nachher so das Big Reveal am Ende der zweiten Staffel, dass es dann einen Kampf gibt und der nicht gut ausgeht, sage ich mal so. Ja, und also wie gesagt, es macht, lange Rede, kurzer Sinn, es macht weiterhin Riesenspaß. Es lebt natürlich extrem von der Nostalgie. Ich finde aber die Charaktere Johnny Lawrence und Daniel LaRusso einfach so sympathisch und es macht so viel Spaß, auch die gemeinsam zu sehen, auch in der dritten Staffel. Jetzt gab es in einer der ersten Folgen so ein kleiner Seitenhieb, wo die zusammen mit dem Auto unterwegs sind, um Robbie zu suchen und sie telefonieren mit der Frau von Daniel LaRusso und die meinte nur so, denkt dran, Jungs, ihr seid nicht Johnny, ihr seid nicht Tango und Cash. Und Johnny nur ganz trocken sagt, Tango und Cash waren Drogenfahnder. Wir fahren nicht nach Drogen. Ja, also auch da, ne, also so gerade diesen 80er-Jahre-Vibe, Tango und Cash, ich glaube, wenn jüngere Leute Cobra Kai gucken, werden die wahrscheinlich ohne Google erstmal nichts mit Tango und Cash anfangen können. Aber wie gesagt, für die Älteren unter uns, die mit Karate Kid auch groß geworden sind und in den 80ern groß geworden sind, ist das natürlich eine schöne, schöne Referenz. Ja, aber die Serie ist ja auch gerade für unsere Zielgruppe ist die ja geschrieben und gemacht. Ja, ja. Und wir können glücklich sein, ja, war ja schön, dass sie vorher bei YouTube lief. Da lief sie natürlich leider etwas unterm Radar, weil wer hatte wirklich ein YouTube Red oder YouTube Originals Abo oder wie auch immer das jetzt heißt. Kein Mensch, ja. Also einer meiner Hörer, der hat es schon damals sehr hoch gelobt, der hatte das und hat das von Staffel 1 angeguckt und hat mir auch den Tipp gegeben, guck dir das unbedingt an, der liebe Oliver. Er hatte definitiv recht behalten und jetzt durch Netflix hat die Serie nochmal so einen Push bekommen und ist ja wahrscheinlich aktuell mit eins der Highlights auf Netflix, muss man ja schon so sagen. Ja, das vielleicht zu Cobra Kai. Kennst du das andere Highlight, das gerade bei Netflix hoch gehandelt wird? Ich weiß nicht, ob es Star Trek Discovery? Nee, es ist eher. Nee, schieß los. Nee, eher Lower Decks. Aber darüber wirst du nachher wahrscheinlich noch nichts zu sagen. Kann ich, wenn. Hast du es gesehen? Ich hatte natürlich in der. Vor ein paar Ausgaben hatte ich ja die Kollegen von dem Discovery Panel zu Gast und von Trek News, den Daniel Rebinger. Da haben wir auch über Star Trek Discovery, aber halt auch über Lower Decks etc. gesprochen. Und genau, ich war ja bei dem Marco auch im Podcast, da haben wir auch über Lower Decks gesprochen. Ich habe es damals schon in Englisch gesehen und Lower Decks kann ich nur empfehlen. Also es macht echt Spaß, wenn man das nicht christlich oder irgendwie religiös betrachtet und das ist eine Schändung in Anführungsstrichen, dann kann man echt viel Spaß haben, weil es wirklich extrem stark in diesem TNG-Universum spielt. Also es sieht halt auch alles so ein bisschen aus wie bei TNG und das macht halt schon Spaß und der Humor ist, finde ich, absolut in Ordnung, außer weil in der ersten Folge so die Zombie-Geschichten waren ein bisschen übertrieben, aber es gibt eine Folge recht am Ende, wo sie wirklich quasi einmal durch alle Kinofilme jagen und durch Holodeck quasi so ein bisschen wird das gemacht und da spielen sie auch mit den Kameraperspektiven, mit den Bildformat, plötzlich wird es 16:9 oder CinemaScope sogar und. Also da, die haben schon echt geile Ideen und es macht halt einfach, es macht schon Spaß und ist eine nette Unterhaltung und ist vielleicht von den aktuellen Star Trek-Serien das meiner Meinung nach, was Star Trek, das, was wir kennen aus den 90ern, am nächsten kommt. Ich bin gespannt, wann sie Star Trek Picard verarschen. Ja. Ja, stimmt. Nein, ich möchte nicht in der Wunde bohren. Tut mir leid. Nee, bitte nicht. Ich hab's nicht gesehen, die Serie. Ich wollte eigentlich auf was anderes raus, aber weil du ja ein großer Star Trek-Fan bist, musste ich es ansprechen. Weil das gerade so in Fankreisen gerade schon so es ist sehr, sehr gut angenommen. Also vor allem, weil sie halt auch die Rechte haben, alles durch den Kakao zu ziehen. Oder halt, das ist ja mehr eine Hommage. Also sie nehmen sich ja nicht so wahnsinnig ernst und verarschen es halt aufs Übelste. Aber ich glaube, für Fans ist das wahnsinnig witzig. Ja, ist es auch. Nee, ja, aber ich glaube, du wolltest was anderes sagen. Hast du Lupin gesehen mit Oma Schei?
Es wird natürlich, wie du gerade schon sagtest, sehr stark bei Netflix beworben. Ich habe gesehen, dass es das da gibt, habe mich aber noch nicht rangetraut, weil ich da so ein bisschen Gemischtes gehört habe. Und wenn ich hier die Top 10 in Deutschland sehe, gibt's einmal Biozero unter Null, noch nicht gesehen. Fate, The Wings Saga, das klingt aber eher für was für Jugendliche irgendwie, so Fantasy für Jugendliche. Und dann kommt auf Platz 3 dein gerade erwähntes Lupin. Erzähl mal, was kannst du darüber erzählen? Die Serie ist relativ gut. Was ist das? Ein Heist-Movie, kann ich sagen. Also es ist, ist eigentlich eine Miniserie, 5 Folgen. A 40 Minuten, 50 Minuten. Und Lupin, da geht es halt um Arsène Lupin, den Gentleman-Dieb aus der literarischen Vorlage aus Frankreich. Kennst du bestimmt schon was von gehört, Weltliteratur, blablablub. Und er wandelt quasi in den Fußstapfen von Arsène Lupin, das ist sein großes Vorbild, und er ist halt quasi so ein Meisterdieb, der aber den Antrieb hat, dass er seinen Vater rächen will. Der durch irgendwelche Machenschaften wurde er von einem großen Konzern in Selbstmord getrieben, weil der Konzern dem Vater von ihm quasi irgendwas in die Schuhe geschoben hat, und er kam dann immer raus und er will das quasi aufdecken, ist aber selber halt ein Meisterdieb, und die erste Folge ist ja schon, wo er quasi so ein riesen Coup macht und im Louvre Diamanten stiehlt. Was halt sehr an so Filme wie Ocean's 11 und so erinnert. Und Omar Sy ist ja wahnsinnig großer, populärer französischer Schauspieler. Kennen wir ja alle aus Ziemlich beste Freunde. Und der hat ja schon, ist ja schon Sympathieträger dieser Serie. Aber Er kommt halt sehr charismatisch immer rüber, ne? Also ja, er wirkt extrem charismatisch. Das kann er auch. Also wenn er im Bild ist, dann müssen andere schon extrem dagegen schauspielern, weil er so viel annimmt. Vor allem Arsène Lupin ist ja auch Meister der Verkleidung, also er verkleidet sich dann auch immer und dies und jenes. Es ist schon witzig, wenn man auf so Heist-Movies steht. Dann kann man das schön am Sonntag, an einem verregneten Sonntagmittag, das habe ich auch gemacht, habe mich morgens um 10 hingehockt und die 5 Folgen waren so schnell durch. Aber. Mhm. Sagt dir der Begriff. Aber, jetzt kommt's. Suspension of Disbelief. Danke an Timberwolf auf Twitter. Das trifft wahnsinnig gut. The Suspension of Disbelief. Okay. Also. Warum? Also so ein guter Heist-Movie muss ja gut geschrieben sein, dass am Ende alles Sinn macht. Und das schafft die Serie überhaupt nicht. Also manchmal denkst du dir wirklich, kleiner Mini-Spoiler. Nicht schlimm, mach mal. Er geht freiwillig in den Knast, weil er da mit jemandem reden muss, an den er sonst schon drankommen wird. Um quasi an den Konzern ranzukommen, blablablub. Der liegt aber auf der Krankenstation und die ist ja komplett überwacht. Also was macht er? Er provoziert halt den stärksten Gangster im Knast, so dass er halt abgestochen wird. Damit er in die Krankenstation kommt. Und das sage ich auch so. Ah, ja. Okay. Das kenne ich, ja. Hätte auch schief gehen können, sage ich mal so. Sowas gab es ja auch bei Prison Break und so, ne? Da musste er irgendwie, um seinen Plan zu vollenden, auf die Krankenstation und dann weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Aber ja, klar, also die Idee dahinter habe ich schon öfter mal gehört. Aber ja, klar, ist da ein gewisses Risiko mit drin. Ja, und er kam halt damit durch und so. Und dann wollte er ihn halt, weil er ihn halt nicht umbringen konnte, wollte er ihn halt dann quasi, weil die ganzen Wärter korrupt waren und so, dies und jenes, wollten sie ihn halt umbringen in der Nacht,
quasi so, dass es aussieht, dass er sich selber erhängt hat. Dann hat er, dann kam er aber selber aus der Zelle raus, und wie er aus der Zelle rauskam, weiß keiner. Dann hat er quasi seinen Selbstmord selber initiiert, sodass er im Leichensack rauskam und dann einfach rausspaziert aus dem Knast. Also wirklich, weißt du, manchmal denkst du, es ist schon witzig gemacht, wenn du es nicht hinterfragst, macht es schon Spaß anzugucken, aber manche Sachen. Aber das kommt häufiger vor, dieses Phänomen, also jetzt nicht genau diese Szene, aber. Ja, okay. Also wirklich, wie er halt immer so mit durchkommt. Weißt du, dann gibt es so eine Montage von einem Plan, und dann macht das alles Sinn, und dann wird der Plan ausgeführt, und dann, während der Plan ausgeführt wird, ja, aber da hat er jetzt schon mega Schwein gehabt, dass es genau so klappt, genau in dieser Sekunde, wo er es gerade braucht. Das finde ich dann halt schon schade. Aber nichtsdestotrotz, also allein wegen Omar Shai kann man die Serie wirklich, wirklich gucken. Sehr charismatischer Schauspieler. Eben 5 Folgen sind schnell durchgeguckt. 2. Staffel wird folgen, weil das ist nicht abgeschlossen. Genau, da steht sogar, ich habe vorhin nachgeschaut, wie du damit angefangen hast, da steht sogar bei Netflix Teil 1, also wirkt so ein bisschen wie bei Haus des Geldes, dass das irgendwie nochmal gesplittet ist in verschiedene Teile, also Staffeln, Teile, wie auch immer. Ja, man kann es so ein bisschen mit Haus des Geldes vergleichen, weil da macht ja auch nicht alles Sinn, weißt du? Ja, genau. Aber so in diese Richtung guckt. Nichtsdestotrotz hat es mich sehr unterhalten, also müsst wissen, worauf ihr euch einlasst, liebe HörerInnen. Das kann man gucken. Hey, du hast gerade gegendert, oder? Ja, und? Muss man ja. Ja, nicht schlecht. Ich finde das, muss man? Okay. Nee, muss man nicht. Ja, ich finde das halt verdammt schwer, also sich an sowas zu gewöhnen, weil ich müsste, glaube ich, immer, während ich dann rede, erstmal überlegen, an welcher Stelle muss ich es oder sollte ich es dann jetzt machen, ne? Klar, bei dem geht's. Ah, wenn du es ernst. Nicht schlecht, Respekt. Wenn du es ernst nimmst, kommt es von alleine. Machst du es denn auch im Täglichen, wenn du dich mit jemandem unterhältst? Da braucht man das, glaube ich, gar nicht so oft. Ach so, meinst du, also nur in der Öffentlichkeit, also nur wenn man was, wenn man was mit Medien macht, dann, oder? Okay. Also bei Berufen oder so ist es mir jetzt auch aufgefallen. Ich habe eine Stellenanzeige zum Beispiel online gestellt. Dann steht da halt auch direkt schon das gegendert. Oder bei LinkedIn steht jetzt statt Profilbesucher oder so, da steht jetzt Besucher Doppelpunkt innen. Also ne, da wird es auch schon gegendert. Ja, ich finde es ja nicht schlimm. Also, ich glaube auch für Kinder, also jetzt meine Kinder zum Beispiel, wenn die damit groß werden, dann ist das für die ja normal und Standard und einfach. Ich glaube aber schon, dass es für uns alten Säcke schon ein bisschen schwieriger sein wird, sich daran erstmal zu gewöhnen. Weil wenn man redet, denkt man nicht zwingend an solche Punkte nach. Und weißt du, das muss erst in so Automatismen, glaube ich, reinkommen. Ja, du musst einfach nur machen. Weißt du, wenn du dich selber. Ja, das sagst du so. Ja, wenn du schon eine Gegenwärsch im Kopf, dann klappt es ja nicht. Schon passiert ja das, was im Gottschalk passiert ist, bei hier letzte Instanz beim WDR. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nur mitbekommen, ich habe es leider nicht gesehen, ja. Ja, also, wo Thomas Gottschalk auch gesagt hat, so, ja, wenn ich jetzt mit einer Frau essen gehe, dann muss ich ja schon zu ihr sagen, kannst du mir bitte den Salzstreuer innen reichen. Ja gut, das ist natürlich Quatsch. Ne? Ja, natürlich. Die ganze Sendung. Salzstreuer. Da gab es halt einen Shitstorm. Ich lieb, ja, Logo. Ich liebe sowas. Ich könnte mich da stundenlang drüber einbringen. Ich liebe das. Auch die ganzen Denker-Scheiße und so. Ey, selber im Kollegenkreis habe ich ja so Leute. Ich liebe sowas. Und du kannst jede Aussage von denen kannst du mit 3 Klicks widerlegen. Jede. Weil es an der Realität scheitert. Und ich liebe sowas. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber ich finde es wichtig, weil es könnte halt echt gefährlich werden, wenn's Ausmaße annimmt, die haben wir schon viel zu oft in der Nachricht gesehen. Allein schon 6. Januar 2021. Was da passiert ist, das war halt schon unfassbar.
Ja. Ich möchte jetzt nicht politisch werden. Das können wir mal in einem Politik-Special machen. Ne? Nein, alles gut. Mir ist es nur gerade halt aufgefallen. Es war überhaupt kein Vorwurf oder war nicht böse gemeint, sondern es fällt halt, wenn man das noch nicht so häufig selber macht oder nicht drauf achtet oder so, fällt es aktuell noch halt auf, weil es doch beim Reden, da ist ja eine kleine Pause, ne? Also es wird ja eine ganz kurze Pause in dieses Wort reingebaut und das merkt man halt an. Also wenn man das nicht gewohnt ist, merkt man das sofort. Ja. Das meine ich damit. Ja, auch. Ja, nee, aber eigentlich ist es ja eine Abkürzung. Du kannst ja liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Ja, genau, klar. Und in der Vergangenheit hat man es manchmal, ne, bei so offiziellen Punkten, so wie du es gerade sagst, liebe Hörer, liebe Hörerin. Ich weiß gar nicht, was ich zum Beispiel gerade vorhin bei der Begrüßung gesagt habe. Müsste ich mir nochmal anhören. Wahrscheinlich einfach nur liebe Hörer. Oder, vermute ich mal. Weil ich damit natürlich das genderneutral sowieso meine. Hörer ist für mich erstmal, so von meinem Verständnis immer gewesen, alle Hörer, alle. Egal, ob welches Geschlecht. Egal, ob, es gibt ja mittlerweile drei Geschlechter, egal welches, meine Hörer. Ne? Dass man das natürlich dann. Ich sehe ganz alt, ja? Sage einfach, hey, hi Fans. Bisschen auf Safety. Ja, da gibt's kein Fans-Innen. Ne? Nee, gibt's nicht. Fancy. Nee, gibt's nicht. Nee. Weil es ein englisches Wort ist, wahrscheinlich. Hey. Ne? Weil im Englischen gibt es dieses Gender nicht. Ja, nee, David, fällt mir nicht auf. Ja, yeah, aber das ist, glaube ich, auch so ein deutsches Thema. Keine Ahnung. Genau, ja. Das haben wir jetzt davon, weil wir unsere Sprache so aufgebaut haben. Nein, alles gut. Das sollte jetzt auch gar keine Diskussion werden. Ich werde mich sicherlich auch mal versuchen, ranzutrauen, das auch so auszusprechen, wenn ich es merke. Wenn ich es nicht mache, kannst du mich ja mal darauf hinweisen. Vielleicht fällt es mir dann auch auf. Also, wie gesagt, vorhin bei der Anrede ist es mir halt nicht aufgefallen, dass ich es da hätte machen können wahrscheinlich. Ne? Wenn es mir so auffällt, weil mich betrifft es ja nicht, wenn ich es höre. Ja. Ja nur, wenn ich sage. Also. Stimmt. Nee, ich höre das halt auch viel bei anderen Podcasts, die das machen und ich finde es auch, ja. Find es auch vollkommen okay. Also ich habe da kein Problem damit. Genau. Hast du denn, auf Platz 6 gerade bei Netflix, hast du die Ausgrabung gesehen? Ich habe den angefangen mit Ralph Fiennes, gell? Ja, genau. Ja. Ich habe den angefangen, habe aber nicht zu Ende geguckt. Weil irgendwie hat er mich, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, er hat mich angeödet. Aber ich kann dazu echt nichts sagen, weil ich habe kaum noch Erinnern dran. Mhm. Ich habe den. Moment, ich könnte mal kurz, ich sitze hier am Rechner, könnt ihr mal gucken, wie viele Minuten ich drin habe. Ja, der geht ja gar nicht so kurz und der Trailer wirkt halt wie, ja, ich glaube, wie du schon sagtest, in dem Film passiert wahrscheinlich nicht extrem viel. Aber vom Cast her fand ich halt ihn sehr cool. Ne? Also mit, wie du gerade schon sagst, mit Ralph Fiennes und Carey Mulligan. Eigentlich ein cooler Cast. Mal schauen, vielleicht gucke ich da trotzdem noch mal rein. Ja, aber ich muss sagen, Netflix ödet mich zurzeit so hart an. Also wirklich, was da rausgehauen wird. Am Fließband kommt da Zeugs raus. Ja. Und das meiste ist halt echt so 0815 Quatsch. Und ich denke, uns fehlen halt die Kinogeschichten, ne? Und uns fehlt halt Kino. Absolut. Ich war 2020 war ich nicht ein einziges Mal im Kino. Nicht ein einziges Mal. Ja, das ist eine schöne Überleitung. Ich war im Kino. Weißt du, wo drin? Täglich grüßt das Murmeltier? Again? Nein. Nee. Tenet. Ach ja, oh Gott. Da hatten wir ja mal im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Weil du den Film, sagen wir mal, nicht ganz so. Bevor ich was dazu sage, was so gut fandest. Wie hat er dir gefallen? Ja. Fangen wir mal noch einen Schritt davor an. Ich bin prinzipiell ein großer Fan
von generell von allen, oder also ich kann mir eigentlich jeden Nolan-Film immer sehr gut anschauen. Also ich, ne, egal ob von Memento über Prestige, über die Batman-Filme, ich mag seinen Stil und seine Art der Herangehensweise. Trotzdem hat Nolan immer eine Schwäche oder sehr häufig eine Schwäche, meiner Meinung nach, nämlich die Charakterentwicklung, die Charakterzeichnung. Und das merkst du halt auch bei Tenet, dass dort du nicht wirklich mit diesen Charakteren mitfieberst. Die sind gefühlt nur so ein bisschen das Vehikel. Alles andere, die Optik, der Bombast-Sound und die Idee dahinter, finde ich toll. Also ich gucke den auch ganz gerne und ich glaube, ich habe ihn sogar zweimal im Kino gesehen. Also ich fand den schon ziemlich gut, aber ganz sicher nicht so gut wie andere Nolan-Filme, ja. Aber ja, auf einer Skala würde ich ihm wahrscheinlich von 10 Punkten so 6 oder 7 geben. Andere Nolan-Film eher 8, 9 oder vielleicht sogar Dark Knight 10. Nur damit man so das mal einstuft. Es ist Klagen auf hohem Niveau, aber es ist ein bisschen Klagen dabei und ich kann die Kritiker, ach guck mal, da könnte ich es mal, KritikerInnen verstehen, warum sie da kritisch dran gehen oder warum sie auch bei dem Film eine Menge oder viele Schwächen finden. Ja, jetzt kommst du. Nolan ist wahnsinnig überschätzt. Okay. Er hat seinen Zenit übersprungen. Übersprungen, also er hatte ihn nie, ja? Er hat den Shark gejumpt mit Inception, glaube ich. Ja, Inception war auch sehr, sehr gut. Ja, den habe ich auch noch mal im Kino gesehen, fällt mir gerade ein, letztes Jahr. Ah, oh, schön. Da hat er, glaube ich, den Shark gejumpt. Und dann hat er quasi so einen Freibrief bekommen von den Studios. Ja, da kann er alles machen, was er will. Und jetzt kann er sogar das Kino retten. Mit einem Film. Ich habe es auf Twitter geschrieben, denn die Dialoge hätten 1:1 die Kastagnettenmänner aus Bully Parade genau so wiedergeben können. Also wirklich genauso emotionslos und ein Geschwurbel. Und es gibt einen Satz, der ist mir hängen geblieben. Mhm. In diesem Film. Du musst es nicht verstehen. Ja, du musst los. Nur glauben. Ja. Das war, also so könnte ich dir auch jeden Scheiß verkaufen. Also wirklich unfassbar. Also, ich fand den. Aber weißt du, warum sie diesen Satz eingebaut haben? Ich vermute, weil eigentlich musst du es nicht zwingend glauben. Also es wird ja schon erklärt. Nur ich glaube, dass sie das trotzdem einfach dort mit reingedroppt haben, weil wenn natürlich eine breite Masse ins Kino geht, dass nicht vielleicht jeder sofort das absorbieren, verstehen kann. Und dass man da einfach gesagt hat, okay, für diejenigen, die jetzt einfach nur einen spaßigen Film haben wollen und nicht dahinter so richtig verstehen, dass eigentlich die Aktion vor der Reaktion kommt oder andersrum, dass man denen einfach erstmal sagt, okay, du musst nur dran glauben. Weil eigentlich hat das nichts mit Glauben zu tun. Deswegen macht der Satz eigentlich sogar in dem Kontext überhaupt keinen Sinn, weil das hat eigentlich weniger mit Glauben zu tun, weil es wird ja auch physikalisch erklärt. Ach echt, Captain Obvious? Genau. Captain Obvious. Ey, nee, ich fand den furchtbar. Also wirklich, er hat mich echt der war auch gefühlt eine Stunde zu lang. Er hat mich so kalt gelassen und nach, als ich dann geguckt habe, das ist immer ein schlechtes Zeichen für einen Film, wenn ich gucke, wie lange geht er noch? Wenn ich dann so die Tasche da an der Fernbedienung drücke und die Timeline und das sehen, oh Gott, der geht noch eine Dreiviertelstunde, ey, was soll, ey. Ich hab den absolut nicht gemocht und seitdem kann ich Nils Bogelberg verstehen, der Nolan ja hasst. Schon immer, ja, also ja, generell, schon, oder? Schon immer, ich kann ihn verstehen und diesen Film, da gab es bei mir die Erleuchtung. Nix gegen die Inception und Dark Knight und so Sachen, aber die Kurve geht nach unten. Er flattet die Kurve selber, Nolan. Naja, es wird ja spannend, was in Zukunft passiert, ne? Weil er ja ein extremer Kinoverfechter ist und die Sachen von Warner jetzt nicht ganz so toll findet, dass Warner seit Weihnachten alle Filme, die sie jetzt ins Kino bringen, parallel auch bei HBO Max releasen.
was ich persönlich gar nicht schlimm finde, weil sobald die Kinos wieder aufhaben, hat ja jeder dann die freie Wahl, ob er ins Kino geht oder ob er es sich über einen Streaming-Anbieter anschaut. Aber er ist natürlich ein Verfechter und also ein Kinoverfechter. Und es gibt ja jetzt schon die Vermutung, dass er nicht mehr unter der Fahne von Warner die nächsten Filme produziert. Und für einen Streaming-Anbieter wird das sicherlich auch nicht machen. Und dann wird es spannend, wo denn Herr Nolan in Zukunft Filme machen wird. Disney würde ich jetzt auch mal vorsichtig ausschließen, weil die ihm sicherlich keinen Freibrief geben. Ja, und dann wird es dann schon langsam irgendwann eng. Dann könnte man sich vielleicht noch Paramount vorstellen oder Universal, aber dann war es das auch. Also ich bin sehr gespannt, wie es mit Herrn Nolan überhaupt weitergeht. Du weißt aber schon, warum er so ein Kinoverfechter ist. Naja, was heißt, ich weiß schon. Also er war schon immer ein großer IMAX 70 mm Verfechter. Er will halt natürlich die großen Bilder im Kino präsentieren, weil er weiß, dass sie dort am besten wirken. Oder worauf willst du hinaus? Hast du noch einen anderen Punkt? Hat er eine Kinokette selber, womit er Geld verdient? Oder? Ja, es geht wirklich um Geld, weil er mit seinen Filmen immer anteilsmäßig am Kino sehr, sehr gut dran verdient hat. Ja. Das, naja, okay. Das ist, also da geht's eher um Geld. Wenn seine Filme nicht im Kino laufen, dann verdient er weniger Geld. Ja. Deswegen will er ja, dass seine Filme im Kino laufen. Deswegen hat er ja auch so drauf bedacht, dass Tenet noch im Kino läuft. Und hat ihn ja unbedingt rausgebracht. Weil es da geht um Kohle oder so. Nicht mehr um die Leidenschaft am Film, und ich finde, die hat er langsam verloren. Vor allem, weißt du, warum er ein richtiges Flugzeug in diese Halle hat reinfahren lassen? Ja, weiß ich, weil es günstiger war. Genau, richtig. Es war günstiger, als es digital zu machen. Ja, jetzt ein Nostalgik oder jemand, der wahrscheinlich, also ich bin jetzt kein Hardcore-Nullfilm, ich mag seine Filme einfach nur, aber ein Hardcore-Nullfilm würde wahrscheinlich sagen, ja, das ist, weil es sieht einfach spektakulärer aus, es ist analog, es ist nicht so digital, ne, klar, weil er ja, außer jetzt so Kameraeffekte mit vor und zurück, er ist jetzt natürlich auch keiner, der jetzt so ein Endgame machen würde, wo, glaube ich, ein reines Effektfeuerwerk vorherrscht, wo man weiß, das sind Effekte. Ich glaube, das ist nicht seins, da bin ich mir recht sicher. Also gerade mit Bluescreen oder mit der neuen Technologie von Mandalorian kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass Nolan jemand ist, der sowas machen würde. Ich glaube schon, dass er deutlich mehr On-Location immer drehen würde. Alter. Oder? Geile Überleitung, Mandalorian. Lass uns darüber reden. Ich möchte mal genau, ich glaube, dass über was Positives reden. Wie geil war? Ja, gerne. Wie geil war denn die zweite Staffel? Auch da gibt es interessanterweise deutlich zwiespältige Meinung, weil ich habe schon auch von vielen gehört, ja, zweite Staffel ist ja einfach nur noch mehr Fanservice, dort werden nur Sachen aufbereitet für weitere Spin-off-Serien. Also da gibt's auch Kritiker oder auch am Ende, ja, musste man da jetzt wieder in der Nostalgie-Ecke jemanden rauskramen. Also können wir, glaube ich, Vorsicht, Spoiler, können wir ruhig erwähnen, dass Luke Skywalker am Ende auftaucht und Baby Yoda quasi mitnimmt. Ich gehöre nicht zu dieser Fraktion. Ich hatte sogar mehr Spaß in der zweiten Staffel als in der ersten. Ich fand halt auch allein den Einstieg in die zweite Staffel richtig geil. Und mir macht das auch Spaß jetzt, dass es dort her halt auch storymäßig so ein bisschen mehr vorangeht. Plus die Charakterentwicklung fand ich jetzt von Mando halt auch wirklich gut. Deswegen bin ich da ein großer Fan von der Serie. Ne? Also ich wollte nur damit erwähnen, es gibt dort auch kritischere Stimmen. Ja, aber ohne Scheiß. Was willst du daran jetzt noch groß kritisieren? Nach dem, was Disney eigentlich verbrochen hat. Mit Star Wars. Ja. Ja. Letzten drei Filmen, in den großen drei Filmen. Schlimmer Fanservice war das, was sie mit Darth Vader gemacht haben am Schluss von Rogue One. Weil das ein Nachdreh war. Ja. Und so out of context und der Anschluss zur Episode 4 da gar nicht gepasst hat. Ja, das stimmt schon. Also, vielleicht hätte man damals schon
so wie es eigentlich, ich habe das ganz am Anfang, wie Episode 7 angekündigt worden ist, halt sogar so verstanden, dass da trotzdem einer mit, in dem Falle J.J. Abrams, dass der so kreativ die ganze neue Trilogie quasi vorab zeichnet, also vielleicht noch nicht komplett ausarbeitet, aber dass diese Storyline schon komplett dort ist, aber das war ja scheinbar wirklich definitiv nicht der Fall. Und das machen sie ja bei Marvel komplett anders mit dem Kevin Feige, der wirklich einen Masterplan da hat und die Sachen passend weiterentwickelt. Und dann passt das auch und es ist stimmig. Und vielleicht hätte man sowas auch mit Star Wars von vornherein machen können. Weil diese Kathleen Kennedy, die hat es nicht gut gemacht, wenn die dafür zuständig war, hat sie es leider nicht gut gemacht. Wenn sie dafür zuständig war. Du musst ja Sinnbock gucken. Also, weißt du, Episode 9 wird in Kommentaren von Episode 8 geschrieben. Genau, ja, genau. Ist halt wirklich so. Und Mandalorian hat genau das gemacht, was allein die 5. Folge, The Jedi, mit Ahsoka Tan. Mhm. Hab Clone Wars nie geguckt. Aber ich fand die Figur, gespielt von, wie hieß er? Rosario Dawson oder so? Rosario Dawson. Fucking gute Performance. Die ganze Folge war so geil. Und dann stand noch Michael Biehn. Hallo Michael Biehn. Kyle Reese. Kaum erkannt. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe es im Abspann gelesen. So, Michael Biehn. So, was ist Michael Biehn? Also, sorry, ich bin alt, liebe HörerInnen. und ich fand diese Folge, da hat sie mich gehabt. Und da war ich. Also wirklich, ich habe es halt einfach nochmal geglaubt, dass das überhaupt noch geht, dass Star Wars mich nochmal so begeistern kann, wie die zweite Staffel Mandalorian. Also ich hab das wirklich so sehr geliebt. Emotional war's für mich auch ganz großes Kino. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich kenne die billigen Tricks, weißt du? Du weißt, das ist ein billiger Trick, aber es hat mich halt echt gecatcht. Mich hat das wahnsinnig begeistert und ich lieb's einfach. Liebe es so sehr. Mhm. Also ich habe Clone Wars ein bisschen reingeschaut. Ich wollte jetzt mal vielleicht da gibt's ja, glaube ich, im Internet schon eine Liste, die relevanten Folgen auch aus Rebels und aus Clone Wars, die relevant sind für Ahsoka Tano, die vielleicht mal nachholen und mir die anschauen, um einfach die Charakterentwicklung besser kennenzulernen von ihr. Weil an sich, wie du schon sagtest, man kennt diesen Charakter, aber ich habe es trotzdem eigentlich nie gesehen und fand es aber oder finde den Charakter trotzdem recht spannend. Gerade auch die Verbindung zu Anakin. Von daher würde ich das mir schon noch mal anschauen, spätestens als Vorbereitung für die Serie. Und ich fand zum Beispiel sogar aber auch, weil ich halt nicht extrem diese Bindung zu diesem Charakter hatte, habe ich mich halt aber auch tierisch drüber gefreut, Boba Fett wiederzusehen, muss ich echt sagen. Oh ja, Boba Fett, das ist ja, Boba Fett ist ja ein Mythos im Star Wars Universum. Der hat ja nie viel Screentime gehabt. Nie. Der war ja richtig. Immer also. Ja, aber dann Robert er ist jetzt offiziell noch am Leben, ne? Ja. Offiziell war er ja kanonmäßig, als diese Legends-Geschichten mal rausgenommen, war er ja definitiv eigentlich tot. Und das ist jetzt das erste Mal, dass jetzt offiziell kanontechnisch gesagt wird, nein, er hat überlebt. Nein, es wird kanontechnisch gesagt, oh Boba, du lebst, ich habe Gerüchte gehört. Bam. Ja. Wenn du jetzt den Endcredit siehst, da habe ich sehr gelacht. Da habe ich sehr gelacht, in Jabba's Palast. Oh, Boba, du lebst. Ich habe Gerüchte gehört. Also, ja, ist schon sehr badass und ich mag's. Ich mag's auch, wie die Slave One dann gezeigt wurde. Und ich weiß nicht, hast du das Making-of geguckt auf Disney Plus? Nee, lohnt sich? Absolut, absolut. Eine Stunde Making-of zu jeder Folge. Also eine Stunde komplett.
wird jede Folge. Ich dachte, zu jeder Folge wäre ein bisschen viel. Ja, ja, das wird länger gehen wie die Serie. Nee, stimmt. Star Wars Gag Galleries, da kann schon machen, wie die das da gemacht haben. Und man merkt halt auch jeder Folge an, dass es ein anderer Regisseur war. Und das hat die wahnsinnig vielfältig gemacht, diese Serie. Und 2020 war es so eins meiner Highlights, also wo ich wirklich alle paar Wochen mal wieder ein paar Folgen anschaue, weil es mich so begeistert. Das ist ganz, ganz komisch. Na, da bin ich ja immer der zynische Bischler, wie ich auch genannt bin. Grumpy Bischler. Ja, Grumpy Bischler. Mich hat es wahnsinnig begeistert und gönn mir auch mal was. Ja, auf jeden Fall. Also mir geht es da so ein bisschen, auch jetzt aktuell, wenn wir schon bei Disney Plus sind, mir geht es da jetzt gerade bei der Serie WandaVision wirklich da so, dass ich mir die Folgen echt gerne auch nochmal ein zweites Mal anschauen. Auch die sind wieder sehr kurz, also es scheint jetzt ein Markenzeichen von Disney zu sein, egal ob es jetzt Marvel ist oder halt Star Wars, dass die Serien halt nicht die klassische Streaming-plattformgerechte Länge von, weiß ich nicht, 3/4 bis einer Stunde hat, sondern die sind ja wirklich immer so in diesem Range von 20 bis 30 Minuten. Bei WandaVision ist es mir noch extrem aufgefallen, dass der Abspann gefühlt 10 Minuten geht, den er auch noch abziehen muss. Marvel-typisch. Ja, aber bei einer Serie, ne? Also bei anderen Serien ist manchmal der Abspann 10 Sekunden, der wird da ganz schnell durchgejagt und hier wird er wieder zelebriert quasi. Was ich aber okay finde, solange halt der Inhalt nicht zu kurz kommt. Und zum Inhalt muss ich echt sagen, natürlich auch für einen Cineasten oder jemand, der auch ein bisschen älter ist, dass ich habe damals Verliebt in eine Hexe sogar gesehen, also wie das noch im ganz klassischen Fernsehen lief. Also ich kenne diese Serie und fand die immer gut, weil da auch ähnlich wie bei Bibi Blocksberg, die Frau halt eine Hexe war, der Mann halt nicht. Und da es halt auch immer diese Zaubereien halt gab. Und das für eine Sitcom aus den, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahren, war das schon ziemlich cool. Und da hat man ja halt so viele Sachen mit reingebracht, auch jetzt in WandaVision, auch aus der Serie, aber auch noch aus ein paar anderen Sitcoms. Auch, dass man halt jedes Sitcom-Vorspann so ein bisschen abgeändert hat. Einer erinnerte wirklich fast 1:1 an Verliebt in eine Hexe. Das macht schon Spaß. Und jetzt sind wir in den 70er Jahren. Also wenn wir jetzt aufzeichnen, sind wir vor Folge 5. Also die ersten 4 haben wir bereits gesehen. Und ja, nach diesen ersten 3 Folgen hat man ja mit der 4. Folge dann wirklich nochmal einen richtig schönen Blick auf die andere Seite von bekommen, also von außerhalb der Blase. Ein bisschen musste ich auch an The Dome denken. Und vor allem, man hat mal gesehen, was ist eigentlich passiert nach dem Endgame, nachdem alle wieder zurückgekommen sind. Also dieser Blip, ne? Blip. Wie die alle wieder plötzlich auftauchen, was das für Konsequenzen oder für Bedeutungen auch hat. Ja, also super Serie. Also ne, vielleicht Fazit vorab. Jetzt schon nach 4 Folgen habe ich da wirklich einen großen, großen Spaß dran. Und ich finde, genau so sollte Marvel Serien entwickeln. Das passt perfekt in dieses Universum rein und liefert echten Mehrwert und ist nicht eine platte Serie, wahrscheinlich eher wie Agent of S.H.I.E.L.D. Ne? Oder ein bisschen vorsichtig bin ich noch bei Falcon and the Winter Soldier. Das wirkt dann auch eher wie so eine Standardkost. Und WandaVision, finde ich, bis jetzt ist dann doch was Spezielleres. Also, wo fange ich an? Schieß los, ich weiß es nicht. Am Anfang, Folge 1? Hast du dich im Vorfeld drüber informiert, über diese Serie, oder hast du Trailer gesehen? Ich habe damals den allerersten Trailer gesehen, bin ich ganz ehrlich, ja. Ich habe den Trailer gesehen, aber mehr groß, also was in den Comics oder so vielleicht in der Richtung passiert ist, hätte ich dir nicht vorher sagen können, nein. Aber nur den Trailer. Ich ja nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann kamen ja die ersten 2 Folgen raus. Und mein erster Gedanke war, ich habe die 2 Folgen geguckt. Also, who the fuck hat das gepitcht? Wer? Ja, warum? Zweiter Gedanke war, scheiße, wie mutig muss man sein, sowas zu machen als Auftakt? Im MCU. Mutig ist es, ja.
Ich habe so viele kritische Stimmen, gerade nach der ersten zwei Folgen haben sie ja geschickterweise gleichzeitig released, so dass ich sag mal, dieses Sitcom-Alte, was ja in den ersten zwei Folgen eigentlich nur auftaucht, schon mal an einem Stück gesendet worden ist, ja. Ey, ich hab, ich weiß, was du meinst. Ich habe halt Hardcore-Marvel-Fans unter meinen Kollegen. Und er hat gesagt so ein Dreck gucke ich mir nicht an. Schwarz-Weiß, 4:3, was soll das? Und ich so... Ja, das ist doch geil. Und ich so... Ja, gut, das war meine Kindheit. Also, nee, aber die konnten damit gar nichts anfangen. Und so habe ich so, mein erster Gedanke war ja, dass das gar nicht nach Endgame spielt, sondern irgendwann zwischendrin. Das war mein erster Gedanke. Weil man konnte ja in den ersten drei Folgen konnte man ja so wahnsinnig reinspekulieren. Und dann ist jetzt mit der vierten Folge, da sind, glaube ich, die Eier ausgegangen. Da konnten sie sagen, so, ey, wir können es noch eine Folge so durchziehen. Weil die vierte Folge hat ja schon sehr viel erklärt. Ja, klar, definitiv. Ja, und, natürlich. Und das war, die vierte Folge war ja wieder, Achtung, Spoiler, typisches Marvel Fernsehen. Und es sah so fucking gut aus, wenn du das in 4K streamst. Ey, ohne Scheiß. Ja. Wahnsinnig abartig. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Wirkte wie ein Kinofilm. Ja, ja. War ja auch in CinemaScope, also ne, die Szenen außerhalb sind ja sowieso immer in CinemaScope und dadurch hast du sofort eine Wertigkeit in den Bildern und absolut Kinoniveau. Ich habe eigentlich nur, muss ich gestehen, wie man in der wirklichen Welt war, dachte ich, ja, jetzt taucht vielleicht gerade auch bei dieser Organisation vielleicht noch ein bekanntes Gesicht auf, was man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, dass er da auftaucht, weil wenn es da noch ein Avengers-Thema aktuell da jetzt gibt mit Wanda, was sie ja jetzt mittlerweile wissen, warum sollte nicht eventuell auch jemand von den Avengers dort auftauchen und unterstützen? Aber mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was. Es gab ja jetzt in der vierten Folge ein paar Cameos aus Marvel-Filmen. Ja, die Wissenschaftlerin, ne, die mit dem frechen Mundwerk, nenne ich sie, sag ich mal, die tauchte in Thor 1 auf, ne, als Assistentin von Natalie Portman. Fand ich schön, dass man da eine Brücke zugeschlagen hat durch Zufall. Also, ja, super. Der Bewährungshelfer von Ant-Man. Ja, und hast du, das ist mir leider, ich muss gestehen, ich habe es leider erst im Nachgang über ein Video gesehen. Ich hatte nicht die Bindung sofort, aber er zieht doch seine Karte. Da und er zieht die so, wie er den Trick von Ant-Man gelernt hat. Diesen Flung, hier genau, ist meine Karte. Weil er immer wissen wollte, wie machst du das? So, da ist mir aufgefallen. Ja. So, hey, das ist doch der Bewährungshelfer von Ant-Man. Ja. Ja. Super sympathisch. Also ich mag den Charakter jetzt schon. Also ich finde den super. Also klasse Typ. Nee, ich finde, also auch wirklich, ich war erst, also wo ich die ersten zwei Folgen angeguckt habe, so, was ist ja das? Noch. Aber ich mag auch das Lesson-Wild-Zeugs, dass dann da langsam die Farbe reinkam und so. Und dass da irgendwas nicht stimmt, das hat man ja sofort gemerkt. Dass es absolut strange ist und Vision lebt ja eigentlich gar nicht mehr, weil der Stein ja wieder. Nee, das. Der Stein, der ihm quasi das Leben gegeben hat, ist ja gar nicht mehr da. Da ist er wieder da, wo er am Anfang war. Exakt. Ja, man sieht ihn ja auch einmal in der vierten Folge, so wie er theoretisch jetzt wirklich aussehen müsste. Weiß nicht, wird's interessant, ob wirklich die Leiche da quasi durch Wandas Magie dann da jetzt rum immer wandelt oder ob das einfach nur nochmal ein Blick war, so wie er jetzt eigentlich aussehen müsste. Aber das sah schon sehr spooky aus. Ja gut, es ist ja eine Comic-Logik. Also, ich weiß ja auch nicht. Ja, klar. Was ist diese Stadt, dieses Westview? Stehen da zwei Polizisten so, keine Ahnung, wir kommen aus Eastview. Es ist schon, die Serie macht mir wahnsinnig viel Spaß. Allein, weil es jede Woche rauskommt und dann WhatsApp jeden Freitag immer irgendwie glüht.
wenn ich dann mit ein paar Kollegen drüber schreibe, was ist in der Reise passiert und so. Und das macht mir Spaß, das hat man ja heute sogar gar nicht mehr so, zuletzt halt bei Game of Thrones und so. Dieses wöchentliche Veröffentlichen, wie bei Mandalorian, das tut solchen Serien wahnsinnig gut. Kommt aber auch wieder immer mehr, ne? Also Netflix nicht so häufig, außer wenn es Fremdproduktionen sind, wie jetzt bei den Star Trek-Serien, da kam es auch wöchentlich. Amazon hat es ja auch so ein bisschen gemacht mit The Boys. Also du merkst schon, dass die Streaming-Anbieter da auch, wie du gerade sagst, einen gewissen Charme dran sehen, weil sie binden natürlich im Zweifel Abonnenten länger. Gerade jetzt Disney muss das oder sollte das geschickterweise strecken, weil wenn die das auf einmal releasen, würde jemand sich für einen Monat das Abo ziehen, das einmal durchgucken und dann kann er wieder kündigen, theoretisch, ne, wenn es ihm nur darum geht. Ja, aber und wenn du es aber streckst, ist das nicht so. Ja, aber die müssen ja, wenn die Folgen da sind, sind sie da. Es gibt ja auch Leute, die warten halt, bis alles da ist und dann bingen sie es durch, weil sie es nicht anders kennen. Dann ist halt doof, weil das, so ging es mir bei Mandalorian mit einem Kumpel von mir. Der wollte halt die ganze Zeit nicht gespoilert werden, weil wir in der Gruppe alle geschrieben haben, weil er es halt am Stück sehen will. Er sieht es halt nicht ein, dass er jetzt jede Woche auf eine Folge warten muss. Und das sage ich dir auch, Meister, entweder du genießt mit uns oder halt ohne uns. Und dann habe ich ihn aus der Gruppe geschmissen, weil er so hart genervt hat. Und das ist halt auch mal so eine harte Konsequenz, die ich da machen musste, weil er jedes Mal genervt hat wegen Spoilerwarnung und dies und jenes. Ja, dann guck's doch. Und dann, ja, dann das ist halt dann dein Problem, aber nicht meins oder unseres, weißt du? Wenn wir jede Woche am Wochenende Spaß dran haben, uns über die neue Folge auszutauschen und zu diskutieren. Du, das kann man machen, wenn man nicht im Social Media irgendwie aktiv ist. Also bedeutet, wenn du keinen Twitter-Account etc. hast und du bist in diesen Bubbles nicht und du hast vielleicht auch keine Arbeitskollegen etc., die sich für sowas interessieren, dann kannst du das machen, weil dann bist du recht abgeschottet von diesem Informationsfluss. Aber wenn eine Serie davon lebt, auch von Twists oder von der Story, dann ist es halt tödlich, ne? Bei einer Serie, wo storytechnisch nicht so viel passiert, sondern es ist eher eine Charakter-Driven-Serie, da ist es wahrscheinlich nicht so tragisch mit Spoilern. Aber ja, du hast recht, bei der Serie würde ich jetzt auch sagen, man kann natürlich drauf warten und am Ende das durchbingen. Die Serie wird sich auch anbieten, weil auch die ist gefühlt wie so ein kleiner Film. Aber ich glaube einfach, in der heutigen Zeit für uns auch, wenn plus Social Media etc., wäre das gar nicht wirklich machbar, ohne Spoiler da durchzukommen. Hast du eine Vermutung oder Spekulation, was da passiert? Ein bisschen vielleicht. Also ein bisschen informiert bin ich, dass es kommt ja bald der Film mit diesem Multiverse. Also dass es generell in diese Multiverse-Geschichte geht, scheinbar ja auch bei DC und bei Marvel, bekommt man ja mit über die Casting-Gerüchte, ne, dass alle Spider-Mans wieder mitspielen sollen und solche Themen. Die bekommt man ja dann doch schon über News mit. Dass Wanda natürlich mit ihren Fähigkeiten eventuell dort eine Rolle spielt für die Phase 4, die jetzt damit eingeläutet ist, finde ich vielleicht auch halbwegs schlüssig. Also ich könnte mir vorstellen, also erstmal, dass sie sich natürlich diese eigene Welt schafft, um Visions Tod nicht wirklich, vielleicht auch vom Kopf her nicht zu akzeptieren. Das kann ich mir schon gut vorstellen, weil wir sind ja wirklich am Ende von Endgame. Und sie kommt vielleicht einfach nicht damit klar, die Liebe ihres Lebens plus ja auch vorher schon ihren Bruder Ultron oder Ultron wird ja auch erwähnt, diese verloren zu haben. Und ich könnte mir halt jetzt schon vorstellen, dass sie deswegen, weil sie sagt ja auch, wie sie rausgeschleudert wird, also nicht Wanda, sondern ich komme jetzt auf ihren Namen nicht, sie sagt ja auch, das ist alles Wanda. Also ich glaube schon, dass das alles von ihr ausgeht und sie, wenn plötzlich irgendwelche Fremdeinflüsse reinkommen, sie das ja auch rückgängig macht und versucht halt, sich da abzuschotten, um halt in ihrer eigenen Welt zu leben, so wie andere vielleicht, die online-süchtig sind, in Second Life ihr Leben verbringen oder WoW damals oder was auch immer, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber sie wahrscheinlich trotzdem gegen Ende dieser Serie irgendwie, vielleicht durch einen versuchten Eingriff von außen, irgendwas passiert, was dann
einen Riss in die Dimensionen reißt, jetzt mal ganz wild spekuliert. Und da, dass dadurch dann halt durch diesen Riss, durch die Dimensionen, dann diese Möglichkeiten des Multiverses einem näher gebracht wird. Hm. So mal ganz grob. Okay, Nerd. Ja, danke. Hast du eine andere Theorie oder Idee? Nee, ich lasse mich da sehr gern berieseln, weil ich bin ja nicht der größte Marvel-Fan und Comic-Leser. Ich finde das MCU ist für mich halt immer wahnsinnig gute Unterhaltung. Aber ja. Aber ich war nie wahnsinnig großer Fan. Also ich habe alle Filme gesehen, paar auch mehrmals, weil es mich halt wahnsinnig gut unterhält. Ich kenne auch ein paar YouTube-Videos, die sind halt da so deep im Multiverse, sag ich mal. Ja. Die auch Comics kennen und auch das mit den Zwillingen und ey, das ist so, hey Leute, beruhigt euch mal, das ist eine Unterhaltungsserie. Es soll unterhalten. Ja. Und man darf nicht vergessen, im Gegensatz zu den Comics ist halt immer die Frage, ob sie es nicht doch vielleicht ein bisschen versimplifizieren, damit es halt auch die breitere Masse anspricht. Das hat man ja immer schon bei diesen Comic-Geschichten gemacht, dass man eher dann Sachen versimplifiziert hat. Auch Civil War ist ja, glaube ich, deutlich komplexer theoretisch im Comic, als dann vielleicht nachher in der Filmumsetzung gewesen. Ja. Und ich kann mir halt auch da vorstellen, dass man das hier auch machen wird. Ich kann mir aber schon vorstellen, ich hatte ja vorhin gemeint, warum kommt eigentlich kein Avenger? Welcher vielleicht hier wirklich Sinn macht, auch gerade in Bezug auf diesen Kinofilm, den ich gerade meinte, wäre vielleicht, dass am Ende oder gegen Ende in den letzten Folgen irgendwann vielleicht doch sogar ein Doctor Strange auftauchen könnte. Ja, wäre auch eine Option. Aber auch Mutmaßung. Ja, das wäre dann wieder, ohne Beweise. Das wäre dann wieder Fanservice. Also ich glaube, am Ende der Staffel taucht ein Avenger auf. Wenn es Thor wäre oder Doctor Strange oder so. Ich glaube schon, dass da jemand auftauchen wird. Und dann alles so, ja! Und dann nur so, und dann Credit. Oder, genau, oder man vielleicht, das würde ich denen sogar zutrauen, und den Kreativen da um Kevin Feige, vielleicht sogar, dass sie dort an der Stelle schon einen Wink mit dem Zaunfall Richtung der zweiten Serie, die im März dann schon startet. Also es geht ja quasi nahtlos über in Falcon and the Winter Soldier. Vielleicht taucht auch was oder beide von denen halt irgendwie dann noch am Ende auf. Ja, ich denke schon. Also denkbar. Dass sie nicht nochmal den Fehler machen mit diesen ganzen Marvel-Serien, die es vorher gab auf Netflix, die Jessica Jones und Punisher-Sachen. Die ja im gleichen Universum spielen sollen, aber eigentlich keinen Bezug zu den Filmen hatten. Genau. Agents of S.H.I.E.L.D. hat es ein bisschen besser gemacht, aber auch nicht befriedigend. Und ich glaube, was Disney hat gerade einen guten Lauf, finde ich. Das stimmt. Was sie machen. Und jetzt wird das Angebot bei Disney Plus ja eher erweitert mit diesem Stars-Zeug, wo halt auch so ein bisschen Erwachsenenprogramm dazukommt. Ich glaube, Disney baut sich gerade zu einem starken Netflix-Konkurrenten auf, weil Netflix gerade so ein bisschen auf der Stelle tritt. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Dass Netflix gerade so, boah. Hey, hast du das Damen-Gambit gesehen? Was? Nochmal, Damen was? Queen's Gambit, das Damen-Gambit. Das sagt mir gar nichts, nee. Es war eine Serie, klär mich mal auf. Es war eine Serie auf Netflix. Nee, habe ich nie gesehen. Und die hat einen unfassbaren Schachhype ausgelöst. Dass Firmen, die Schachbretter und so hergestellt haben, bis zu über 120% mehr verkauft haben wie im Vorjahr. 120%. Das Damen-Gambit, das ist jetzt nicht mehr in den Top 10, aber das war halt auch so eine es war eine okaye Serie. Ich habe mir die auch gerne angeguckt. Und die hat einen unfassbaren Schachboom
auf der Welt ausgelöst, dass es an dir vorbeigegangen ist. Wundert mich gerade. Ja, ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen, scheinbar. Ich kann sein, dass ich den Namen sogar mal irgendwo gelesen habe, aber irgendwie gefühlt nicht wirklich. Aber gesehen habe ich es definitiv nicht. So ein Waisenkind hat nichts zu tun und mit dem Hausmeister lernt sie dann Schach und man merkt halt, dass sie halt Potenzial zum Großmeister hat und dann halt wahnsinnig in diesem Spiel aufgeht und dann halt den Weltmeister schlägt. Eigentlich ein Schachsportfilm in Serienform. Mhm. Kann man angucken, wirklich Schach lernst du da nicht, weil man sieht quasi, jemand macht einen Zug und dann immer Schnitt aufs Gesicht und dann, guter Zug oder scheiße, jetzt bin ich am Arsch. Das ist so, das fand ich ein bisschen schade, weil Schach wirklich gelernt hat man da nicht. Aber es gab diesen Netflix-Effekt, dass auch die ganzen Online-Schachplattformen einen wahnsinnigen Anstieg gekriegt haben durch das Damen-Gambit. Mhm, ja. Damen-Gambit, das ist eine Schacheröffnung. Ich war mal im Schachclub, ich kenne das. Ah, okay, ja. Verstehe. Ich hab mal einen Schachfilm gesehen, einen Kinofilm mit, wo, oh, mit wem war das denn? Mit den Russen und ich glaube, der amerikanische Schach, irgendwie, dass ein Amerikaner da auch einen Russen besiegt hat, kann das sein? Ich komme auf den Namen nicht mehr. James Bond, wie hieß er? Nee. Da hat er nochmal Schach. Bauernopfer, Spiel der Könige. Ja, Bauernopfer Spiel mit. Der Könige, ja, aber das ist schon alt, ja. Tobey Maguire. Gibt's auch auf Netflix. Bobby Fischer. Gibt's auf Netflix? Ja. Netflix. Kann sein. Also, Netflix. Aber den habe ich gesehen. Netflix. Aha. Algorithmus. Ja, klar. Ja, verstehe. Ja. Ja, das wahrscheinlich werden auch wieder Karate-Studios deutlich mehr Ansturm bekommen durch Cobra Kai. Also, ne, die Idee, oder damals auch bei Karate Kid war es wohl auch so. Sowas, klar, gibt da Einfluss, ne? Oder ich weiß, wie James Bond Casino Royale rauskam. Plötzlich fingen alle wieder an mit Pokern, genau. Also da kam plötzlich dieser Poker-Hype gefühlt über diesen Kinofilm, dass alle in Freundeskreisen plötzlich anfingen zu pokern. Der war vorher schon da. Sie haben ja überlegt, der Poker-Hype war vorher da, aber durch Raab? Ich glaube eher durch die WSOP und die Übertragung. Ist so wie Dart, weißt du, Dart-WM, das war ja auch wieder in aller Munde. Ja. Interessiert mich null. Aber der Poker-Hype, Anfang, Mitte der 2000er, da kam, glaube ich, der erste Bond mit Craig raus. Müsste 2005, 2006 gewesen sein. Eigentlich, also wenn du nach dem Buch gehst und die Sache war eigentlich, sie wollten eigentlich Baccarat spielen. Aber Baccarat hat damals kein Mensch kennt die Regeln von Baccarat. Ja. Das ist eigentlich die Geschichte vom Buch. Dann haben sie es halt durch Poker ersetzt und deswegen wurde es halt auch populärer und somit und so. Ja, aber also Netflix hat halt schon eine wahnsinnig große Macht und gefühlt gerade größer wie das Kino, aber halt auch wahnsinnig beschissene Scheiße, die produzieren. Hey, hast du diesen 365-Tage-Film gesehen? So ein spanischer Film? Der ewig lang auf Platz 1 war. Das war so ein furchtbarer sexistischer Film. Das war eine furchtbare Frauenfantasie. Dass so ein wahnsinnig gut aussehender, reicher Schnösel eine Frau entführt und sie ein Jahr lang einschließt und sie erst freilässt, wenn sie sich in ihn verliebt hat, nach einem Jahr. Und ein unfassbarer Rotz, Alter. Weißt du, sowas seit Wochen auf Platz 1 auf Netflix. Also wirklich, diese Top 10 hätten sie nie einführen dürfen. Also wirklich,
Ja, wobei ich da ja, aber es macht wahrscheinlich jeder. Man guckt schon mal rein, ne? Also man guckt mal, okay, guck mal, angeblich sind die und die gerade sehr weit vorne. Sonst wäre ich vielleicht auch manchmal auf gewisse Sachen gar nicht so aufmerksam geworden. Gut, Lupin hatten wir vorhin, das war eh schon recht prominent beworben worden. Aber auch dieses Rings, ich weiß nicht, ob vielleicht taucht das sogar was. Vielleicht kann da jemand mal was zu sagen. Also Fate, The Rings Saga, ist das was, was man sich angucken kann? Oder dieses Bridgerton, das ging ja auch durch die Medien, durch, glaube ich, recht viel Sex in Bridgerton. Ist ja auch eine Serie, die Netflix gekauft hat. Ich glaube, wäre die jetzt hier nicht in der Top 10 aktuell, wäre ich da auch nicht aufmerksam geworden. Ich habe gerade Störgeräusche auf dem Ohr. Sorry, ist wieder weg. Das war ich. Ah, Entschuldigung. Okay. Verzeih mir. Weil ich bin ja im Flugmodus. Vorbildlich, sehr gut. Nee, also Disney Plus macht gerade wirklich ziemlich viel richtig. Ich freue mich auch wieder auf ein paar alte Folgen von Akte X und Buffy. Buffy würde ich wirklich gerne mal wieder gucken. Weil das habe ich früher als Kind geliebt. Mal schauen, ob es einen Zahn der Zeit überstanden hat. Ja, das ist immer die Frage, ja. Also ich glaube, gerade diese 90er-Serien, zum Teil ist es echt schwere Kost. Auch ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit Akte X. So, ich glaube, dass das schon schwieriger ist, so heutzutage sich nochmal anzuschauen. Oh, da gibt es diese eine Folge bei Akte X. Ich weiß nicht, wie gut du oder wie sehr du Akte X geliebt hast oder gar nicht oder verfolgt hast. Geliebt nicht, würde ich nicht behaupten. Ich habe schon sehr viel davon gesehen. Ich würde aber auch nicht sagen, ob ich wirklich alles gesehen habe. Ich habe auch noch den Kinofilm gesehen. Ich fand halt diesen Rauchertypen. Ich fand diese Mystery-Elemente und die Verschwörungselemente fand ich halt immer super gut und das hat mir Spaß gemacht. Wo ich schon damals so ein bisschen dran, glaube ich, gehadert habe, dass es so viele Folgen pro Staffel da schon gab, wo immer auch sehr viele einfach nur Monster of the Week-Geschichten waren. Und das war schon da irgendwann nicht mehr so ganz meins. Und da war ich dann auch bei Star Trek froh, wie DS9 dann mehr so Story-driven war und auch wirklich auch eine Geschichte über Staffeln hinweg erzählt hat. Genauso dann, irgendwann kam ja dann Anfang 2000 Lost. Das war ja dann auch so genau das gleiche Thema mit, hast du die letzte Folge gesehen? Hast du die letzte Folge gesehen? Da ging das ja so ein bisschen los mit diesem Spoiler und Bingen, nicht Bingen, sondern halt über die Folgen jeweils sprechen. Nee, es gibt so ein paar Folgen bei Akte X, die sind halt unique. Da waren sie halt wirklich, mit Sicherheit, wirklich kreativ und unique. Da gab es ein Crossover mit der Serie Cops. Sagt mir was, cool, Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Wo halt so ein Kamerateam so mit der Polizei unterwegs ist. Ja, also, wie hieß denn diese Serie mit diesen zwei Cops, Cops, ich sehe es gerade. Nee, ich meine, eine andere Serie ist, es gab auch mal welche mit zwei Cops so auf Motorrädern, aber die war noch älter. Aber ja, Titellied Bad Boys, ne, genau, Cops, genau. Habe ich aber nie gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das lief halt in Amerika hoch und runter, das war halt da. Und da haben sie einen Spin-off gemacht mit Mulder und Scully, wo halt so ein Kamerateam mit denen unterwegs war. Irgendeinem Ding und das Monster of the Week war quasi das Monster, das quasi sich morphen konnte und immer die größte Angst von Leuten dargestellt hat. Und es war so eine geile Folge. Wahnsinnig kreativ und dafür liebe ich ja Akte X. Ja. Also diese kreativen Monster of the Week Folgen oder wo sie undercover in so einem Vorstadt-Idylle waren, wo alle Nachbarn irgendwie so komplett strange sind und weil da ein Monster irgendwie im Untergrund war, das alle unterjocht hat und sie da quasi undercover ein Ehepaar gespielt haben, um darauf zu kommen, hey, so geil, und da gibt's noch die Folge mit Men in Black und so, ey, doch, Akte X ist schon ein Highlight, da freue ich mich wirklich, ja. Ja, ich,
Da war ja auch, glaube ich, mal, kommt da noch mal was? Nee, da kam ja mal was. Genau, das war die Thematik mit dem Synchronsprecher, wo sie dann in Deutsch nicht mehr den originalen Mulder-Sprecher hatten. Ja. Habe ich aber auch nicht mehr gesehen. Hattest du das noch mal gesehen? Nee, damals dann? Also wenn's, wie hieß das, Sebastian Fels? Der war Keanu Reeves spricht. Ja, ich weiß die Namen nicht mehr, genau. Aber da gab es ja irgendwelche, leider irgendwelche Probleme, dass ProSieben nicht den Originalsprecher genommen hat. Das fand ich schon, das ist schon K.O.-Kriterium irgendwie. Ja, absolut, absolut. Also ich weiß nicht, kennst du die Serie Californication? Hast du das geguckt? Die kenne ich, ja, da hatte er seine Stimme, ja, ne? Und das finde ich ja auch eine großartige Serie. Ja, absolut. Bis er halt wirklich scheiße geworden ist. Also wirklich, da hat man auch wieder ausgeringt, dass kein Tropfen mehr aus dem Tuch kommt. Wurde zum Schluss so schlimm. Ja. Wir waren ja eigentlich bei WandaVision. Also wir sind beide, ich fasse das mal zusammen, ich glaube, uns gefällt beiden die Serie. Wir sind beide positiv überrascht, dass die halt auch so mutig sind, ne? Gerade in den ersten Folgen. Und sind gespannt, wie sie das Ganze jetzt dann quasi über die nächsten Folgen dann auch zu einem mit Sicherheit spannenden Ende bringen, über die nächsten 5 Folgen. Und mein Vorschlag wäre, dass wir, ich sag mal, wahrscheinlich dann im April, wenn du Lust und Zeit hast, nochmal uns zusammensetzen und dann über das Ende und generell über die Serie dann WandaVision sprechen und vielleicht auch schon sicherlich was sagen können zu Falcon and the Winter Soldier. Wenn du denn Bock und Lust hast. Ich hätte eher Bock auf die Loki-Serie. Ja, wann kommt die denn eigentlich? Das ist auch, da habe ich auch Bock drauf. Da hast du absolut recht. Kommt dann, aber die kommt, glaube ich, erst noch mal entweder danach. Nächstes Jahr, aber auf jeden Fall nach. Nein. Die kommt definitiv, hier steht es, Mai. Die kommt im Mai. Also die hauen jetzt ordentlich was raus. Also im Mai kommt Loki. Und im März kommt aber, ich meine, jetzt gucke ich nochmal eben nach, nicht, dass ich mich da komplett vertan, aber ich meine, Falcon and the Winter Soldier kommt auch schon im März. Also, aber das passt ja. Die werden wahrscheinlich das wirklich so fast nahtlos, diese 3 Serien hintereinander raushauen, dass sie halt wirklich viel Zeit dort haben, wo sie aktuellen Marvel-Content raushauen können, um halt, wie ich vorhin meinte, dann halt auch die Leute zu binden und zu halten. Eine Serie, vermutlich, sie zu binden, für immer zu knechten. Ja, das ist, ja, genau. Irgendwann kommt dann auch noch Herr der Ringe, aber das ist dann Amazon, ja. Oh. 19. März kommt auf jeden Fall Falcon, ja, genau. Oh, glaubst du, die Herr der Ringe-Serie wird was taugen? Ich hab da immer noch Zweifel. Ich bin da noch komplett offen für alles. Ich habe keine Ahnung, wie und ob und wie gut das wird. Ich kann es dir nicht sagen. Also, dadurch, dass man nicht viel vorher mitbekommt und die das so wirklich komplett abschirmen und machen und tun und auch nicht irgendwie irgendwelche Stars casten, habe ich immer noch die Hoffnung bei dem Budget und beziehungsweise was die auch da bezahlt haben für die Lizenz, dass das vielleicht wirklich gut wird. Aber du, lassen wir uns überraschen. The Witcher war ja auch so ein Thema. Oh. Aber Witcher war ja jetzt gar nicht so schlecht. Ja, also, war okay. Von meiner Seite aus. Ja, war okay, genau. Ja, war typisch Marvel, sag ich schon. War so typisch Netflix wieder. Ja, typisch Netflix, ja. Hast du noch einen Streaming-Tipp für unsere ZuhörerInnen? Also ich glaube, das habe ich aber schon mal erwähnt. Wenn wir bei Disney sind, ein Streaming-Tipp ist definitiv das Musical Hamilton. Ne? Das fand ich sehr, sehr cool. Ansonsten, glaube ich, habe ich doch eigentlich die Streaming-Tipps, die ich so hatte, rausgehauen. Wie du schon sagtest, momentan ist da nicht ganz so viel. Ich gucke jetzt gerade noch mal kurz hier bei Amazon. Das ist kein Tipp, aber ich bin jetzt mit der Serie The Expanse angefangen, die halt auch sehr viel Vorschusslorbeeren und sehr viel positives Feedback bekommen hat. Da gibt's mittlerweile auch 5. Staffel. Ich bin jetzt in der 2. Staffel. Das ist halt auch, das hat so ein bisschen Battlestar Galactica-Vibes. So ein bisschen geerdeter das Ganze, aber halt cooles Sci-Fi und was optisch wirklich nett aussieht. Das kann ich empfehlen. Ich habe die erste Staffel gesehen von The Expanse. Ist halt schon harte Sci-Fi-Soap. Also, oh. Ja. Da muss man draufstehen. Da fällt mir ein. Einen Punkt müssen wir mal noch kurz zum Schluss besprechen. Ja, du hattest mir damals... Moment. Sind wir schon am Schluss? Guck mal auf die Uhr, Freund. Wir nähern uns dem Ende, ja. Du hast mir damals mal eine Serie empfohlen. Ich glaube, das ist eine Serie. Es sind eigentlich
Filme, ja, es sind Filme, aber ist gefühlt, weil es jetzt so viele Filme davon gibt, mittlerweile eine Serie. Sagt dir das Schlagwort oder Sherlock? Kannst du dich noch an die kannst du dich an die Knödel erinnern? Ach ja, ja. Ich muss gerade mal gucken, Winterknödelblues, aber ich habe da jetzt mal mit angefangen bei Amazon mit dem ersten Teil. Jetzt muss ich mal gucken, der erste Teil war Dampfnudelblues. Genau. Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel und so weiter. Ich habe den ersten Teil gesehen und wollte dich mal fragen. Also erstmal prinzipiell, das war eine nette Unterhaltung. Ich mochte diesen Dorfcharme, das hatte was. Der Eberhofer ist auch ganz cool. Also es ist schon ganz cool gemacht. Die erste Folge, dieser erste Film endet, finde ich, gefühlt dann doch recht unspektakulär. Daher meine Frage, hält das sich so über die Filme oder werden die Filme in Anführungsstrichen besser oder was macht in den weiteren Filmen dann den Reiz aus? Also warum sollte ich dranbleiben nach dem ersten Film? Nee, das ist so ein süddeutsches Ding. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Das ist wirklich so ein süddeutsches Ding, dass die Filme hier wahnsinnig erfolgreich sind. Die Rita Falk Bücher, die habe ich ja auch gelesen. Das sind so 200-300 Seiten Bücher, die hast an einem Wochenende durch. Ich finde es halt wahnsinnig witzig. Weißt du, Eberhofer, ja. Eberhofer! irgendwie, ich weiß nicht, wie man da im Nordrhein-Westfalen da was zum Pferd erzählen soll. Das ist sehr regional verhaftet. Aber wenn es dir gefallen hat, ist es besser wie ein Tatort. Auf jeden Fall witziger. Es kommt auf den Tatort an. Also ja. Die sind ja auch qualitativ extrem in der Schwankung. Also ich hatte Ende letzten Jahres irgendwann kam der Tatort mit Jan-Josef Liefers, der dann da irgendwie halb tot war und als Halbtoter dann als Geister war. Das war schon cool inszeniert. Also da gibt's auch immer wieder Highlights, aber auch da gibt's natürlich auch viele Lowlights. Ja. Geil. Aber ich möchte da nichts Falsches sagen, aber auch wenn dann so München oder Österreich, das war dann nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ja. Geht's eher Richtung Norden, fand ich die Tatorte schon deutlich angenehmer oder besser, oft. Nicht immer, aber oft. Wie du sagst, es ist halt aber es liegt wahnsinnig regional. Ja. So. Okay, aber ich werde da mal am Ball bleiben. Also ich werde auf jeden Fall mir die Teile weiter anschauen. Bei Amazon stehen sie mir eh zur Verfügung. Und ich werde mal weiterschauen, weil die Titel und wie du auch sagtest, ich finde dieses Flair und dieses Dorfgefühl schon ganz cool. Da muss ich ja sagen, ich habe diesen Luke Mockridge Miniserie zu Weihnachten gesehen. Ach, vielleicht wäre das ja sogar was für dich. Die habe ich auch gesehen, ja. Die hat auch diesen Flair mit Dorfkneipe, er kommt zurück ins alte Dorf, die Leute sind wieder da, aber trotzdem haben sich vielleicht ein paar Sachen verändert. Ich bin jetzt kein Luke Mockridge-Fan, aber ich fand die Idee und fand das eigentlich ganz nett, muss ich echt sagen. Ja, kann man auf jeden Fall gucken. Also wirklich. Ja. Wird kein Klassiker werden, sag ich mal vorsichtig. Aber ja. war schon okay. War eine schöne Miniserie. Ja, absolut. Zum Abschluss habe ich noch einen Streaming-Tipp auf Netflix. Gerne. Habe ich mir gestern Nacht noch reingezogen. War eigentlich schon müde, habe einfach mal Start gedrückt und da hat mich sehr gefesselt. Und zwar die verlorene Stadt Z. Sagt dir das was? Ja, sagt mir was. Ich habe den schon ewig lang auf der Agenda. Habe ihn mittlerweile, wie du auch gerade sagst, bei Netflix mittlerweile habe ich den auch schon als auf meine Watchlist quasi gepackt. Und den werde ich auch noch gucken. Ja, cooler Cast. Also gerade über Robert Pattinson soll in dem Film richtig gut sein. Den werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Aber kannst du mich gerne ein bisschen heiß drauf machen? Ja, also wenn du wieder Bock hast auf so ein bisschen Abenteuerfilm. Er hat zwischendurch ein paar Längen, aber wirklich so jemand, der Hauptdarsteller, ich weiß gerade nicht, ich komme gerade nicht auf den Namen. Charlie Hunnam. Der
wurde halt von der Armee losgeschickt, um Karten auszumessen. Und findet dann seine Passion, Entdecker zu sein. Also wirklich quasi Archäologe. Und er hat dann sein ganzes Leben lang, weil er Hinweise darauf findet, während er Karten vermisst, auf eine uralte Zivilisation, die quasi England, ist ein englischer Film, oder ich glaube, er ist, also er kommt aus Großbritannien, der Darsteller. Ja. Also die Figur. Und in England wird halt ausgelacht, dass es mal eine Zivilisation gab, die noch größer war als Rom. Und die gab es ja früher. Blöde Frage, Maya oder geht das nicht, waren die größer als Rom? Ja, das geht eher ins Amazonasgebiet. So Maya war ja eher Mexiko. Okay. Okay, alles gut. Beruht auf einer wahren Begebenheit und aber so dieser Entdeckergeist und diese Kulturen da zu sehen und der hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wirklich, der hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Du wolltest immer mit ihm wieder los und so und spiel ja Anfang 20. Jahrhundert. Da kam halt der Erste Weltkrieg noch dazwischen. Da musste halt eingezogen werden, obwohl er eigentlich lieber entdecken wollte und dies und jenes. Und Tom Holland spielt auch mit. Spider-Man. Mhm. Und Nathan Drake, ja. Nathan Drake, ja. wollte was entdecken und der hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Coole Charaktere, auch hier Robert Pattinson spielt das super. Ich kann den Film wirklich echt nur empfehlen. Der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ist nichts Besonderes, aber ich habe schon lange keinen Abenteuerfilm mehr gesehen. Ja. Und das, cool. Der hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Ja, sehr schön. Also habe ich nochmal gut, dass du es hier auch nochmal erwähnst für alle Hörer. Ich bin selber sehr gespannt drauf und werde ihn mir anschauen. HörerInnen. Ja. Ich wollte es nicht mehr korrigieren. Mir ist es in dem Moment aufgefallen. Ja, ich lerne noch, versprochen. Aber ich freue mich auch auf den Film. Ich bin sehr gespannt. Ich bin neugierig geworden, weil das hat ja so ein bisschen Indie-Vibes, nur vielleicht ein bisschen geerdeter. Ich bin sehr gespannt. Nee, ist eine wahre Begebenheit, deswegen. Ja, noch besser. Da kommen keine Aliens drin vor. Deswegen, aber. Es wird auf jeden Fall jemand von Piranhas gefressen. Das ist schon mal. Oh, sehr gut. Schon mal ein Bit wert. Spoiler? Naja, das war ein Redshirt, kann man so sagen. Ein klassischer Redshirt, ja. Okay, alles klar. Sehr gut. Super, du, dann würde ich sagen, wie wir es gerade schon besprochen haben, wir besprechen mal im April. Ach, guck mal, im April können wir das gerne machen. Ist zwar vor Loki, ja, aber nach Loki können wir das ja gerne nochmal machen. Dann besprechen wir wirklich WandaVision und, weißt du was, Winter Soldier, was ja auch im März kommt, vielleicht hast du ja die Gelegenheit, das auch zu schauen, ist der Snyder Cut von Justice League. Da können wir nämlich dann auch sehr, sehr gerne mal drüber sprechen. Oh Gott. Hast du da Hoffnungen drauf, dass es den Film besser macht? Hoffnung habe ich immer. Es wird ein anderer Film. Also ich bin schon der Meinung, dass das ein ganz anderer Film wird. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass man den alten Film wiedererkennt da drin. Glaube ich. Geht er nicht 3,5 Stunden lang, was ich gehört habe? Längen weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie es jetzt wirklich als Film rausbringen und nicht als Miniserie, was ja auch mal vermutet worden ist. Und dadurch, dass es jetzt als Film rauskommt,
bin ich gespannt. Und wenn er 3,5 Stunden geht, dann geht er halt 3,5 Stunden. Dann ist es halt so. Nö. Bleibt alles so wie. Dann ist das halt so. So ist es. Ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Thomas. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleib gesund vor allem. Hey. Mach weiterhin, hab viel Spaß weiterhin, auch als leitender Angestellter bei deinem Job. Hohoho. Ich hab meinem Team heute Morgen sogar Frühstück vorbeigebracht an meinem Geburtstag. Obwohl ich das ist lieb. Arbeite. Was gab's denn? Mad Eagle? Nee, ich habe so eine riesige 40 mal 30 große Brezel, die ist belegt mit allerlei Zeug. Das habe ich vorbeigebracht. Oh, lecker. Jetzt kriege ich Hunger. Die war, sehr schön. Die war schon sehr lecker, ja, muss ich echt sagen. War nur ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ich höre zwar nicht regelmäßig mehr den Podcast von Daniel Puck, aber wo du zu Gast warst, da habe ich dann doch mal reingehört und fand die Storys ganz spannend, was du so erzählt hast über die deutsche, über DHL. Und alle, die da Interesse haben, gerne in die Folge mal reinhören. Kann ich gern verlinken. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mach ich. Ich möchte mich bei allen HörerInnen auch nochmal entschuldigen. In der Folge, wo ich zuletzt da war, war ich halt wahnsinnig müde. und alles gut. Das Problem war, ich hätte eigentlich absagen sollen aufgrund der Müdigkeit, wollte aber nicht, weil ich euch was geschuldet habe. Das Produkt am Ende war dann echt nicht so gut. Du musst viel schneiden. Weil ich halt wirklich, also wo dann einfach auch mein Gehirn im Körper gesagt hat, so, nee, du gehst jetzt ins Bett. Du gehst jetzt ins Bett. Scheißegal, ob der Podcast noch weiterläuft, du gehst jetzt ins Bett. Und es war aber auch mega unangenehm, auch dir gegenüber, Jan und Daniel und Franka. Tut mir leid, auch den HörerInnen, das war nicht so. Ich hoffe, mit dieser Folge habe ich es besser gemacht. Du bist rehabilitiert. Ja, sehr schön. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und wenn wir das in unregelmäßigen oder halt in halbwegs regelmäßigen Abständen immer mal wieder wiederholen und mal über die aktuelle Lage sprechen, da würde ich mich sehr freuen und dann passt das. Ja, wir können gerne mal einen Politik-Podcast machen. Das wäre sehr interessant. Können wir auch machen. Da habe ich zwar ein bisschen Angst vor, aber können wir gerne mal überlegen. Gut, in diesem Sinne, liebe Hörer, ich wünsche euch einen wunderschönen Februar. Schaut viele Filme und Serien, sprecht drüber. Lasst uns gerne auch, wenn ihr möchtet, Feedback zu unseren Theorien und Meinungen zu den Filmen und Serien, die wir heute besprochen haben. Und dann hören wir uns im März wieder. Und wie gesagt, den Thomas, dann, wenn wir das so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen, hört ihr dann auch im April wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ned Ryerson?